Angesichts dieser neuen Fakten und Emotionen beantrage ich, den Stadionneubau zu annullieren. Wer stimmt dafür? Ich! Gegenstimmen? Das ist Dom Fikowski, der Asphaltkönig. Er ist der Herrscher des Asphalts in dieser Stadt. Denken Sie, ich wüsste das nicht. Ihr alle kennt mich. Ihr alle wisst, was ich tue. Ich rühre den heißen Stoff an, den Plattmacher, den Steinteppich. Ich bin sicher, ihr Leutchen hört reichlich Einwände gegen die Arena. Steuern, Verkehr, Verbrechen. So viel Verbrechen. Verbrechen ist ein Problem. Denken Sie alle an die Vorteile von einem asphaltglatten Standpunkt. Schon allein durch die neuen Parkflächen wären das 5 Quadratkilometer glühend heißer Asphalt. Wenn die Sonne drauf runterknallt, wird die Durchschnittstemperatur in der Stadt um ca. 5 Grad ansteigen. Wegen der milden, lauen Brise werden wir uns fühlen, als wären wir dauerhaft im Urlaub. Oh. Wenn Sie noch unentschlossen sind, gebe ich Ihnen gerne eine kleine Hilfestellung. Nämlich mit etwas Gratis-Asphalt. Roger, du darfst das Stadion nicht bauen. Du stehst hier auf einem Platz, den ich asphaltiert habe und verbietest mir das Asphaltieren? Asphaltieren ist mein Berufsstand, meine Leidenschaft. Wenn du das tust, dann bedeutet das den Tod meines Dadbaums. Ach, und ich wollte diesen Auftrag so unbedingt. Aber aus Rücksicht auf unsere Freundschaft ziehe ich das Angebot zurück, stelle das Projekt ein und rette deinen Baum. Es ist geschafft, Baum-Daddy. Sie werden dich nicht fällen. Und das alles nur dank Roger. Dieser Zeitungsbote findet mich überall. Weil ich verliebt in dich bin. Stadionbau nicht mehr aufzuhalten. Was? Carconi-Brüder übernehmen Bauauftrag nach dem Ausstieg von Fajkowski. Carconi-Brüder. Ich wusste, dass du es bist. Du musst dieses Projekt absagen. Du hast es versprochen. Aber ich kann hier rein gar nichts entscheiden. Ich bin nur der dumme alte Frankie. Mein Zwillingsbruder Freddy ist der Boss und was er sagt, gilt. Ich baue ständig Scheiße. Mama Frankie! Dann ist es also dein Zwillingsbruder, an den ich mich wenden muss? Mann, das nervt. Verdammt, Frankie! Lässt hier so einen Bekloppten rein, der meine Sperrholztür aufreißt! Er war so schnell, Freddy! Du hast einen menschlichen Bruder? Oh ja, und Mama liebt Freddy. Sie gestattet ihm Sex mit Mädchen und mich legt sie mit dem Ohr auf den Herd, wenn ich's mit Hühnern treibe. Wie passt das zusammen, dumme Mama? Tut mir leid, Mama. Ich kann das jetzt nicht kommentieren. Du darfst meinen Baumvater nicht töten. Ich kann's nicht mehr ändern. Ich ertrinke in Bulldozer-Rechnung. Die gelbe Kopie soll ich eigentlich behalten, aber die purpurne ist hübscher. Was kann ich heute für dich tun, kleiner Freund? Bist du vielleicht wegen deiner Hautprobleme hier? Ich bin hier, weil ich darauf aufmerksam gemacht wurde, dass ich nicht mehr wachse. Soll ich dir das Geheimnis des Wachsens verraten? Schlafe ausreichend, iss viel Gemüse und entsinne dich immer deiner inneren Werte, denn dadurch fühlst du dich 3 Meter groß. Oh, bei Klaus klang das so, als hätten sie womöglich eine unmittelbare Lösung. Du kennst Klaus? Das ändert einfach alles. Man kann vieles bezüglich deiner Größe tun. Hast du schon einmal von den verabscheuungswürdigen Wissenschaften gehört? Da gäb's das Knochenspleißen, Giraffenmarkttransplantation oder das Abkochen deines Prägens in Gorilla-Hormonen. Ich kenne jedoch auch unorthodoxe Optionen. Zum Beispiel könnte ich deine Seele umpflanzen in den Leib von etwas Größerem. Wie fühlst du dich, wenn du an den Schlangengott Oxumare denkst? Nicht sonderlich behaglich. Dann halten wir uns an die Chirurgie. Kann ich kurz drüber nachdenken? Was gibt's denn da noch zu überlegen? Wäre Baby King zu mir gekommen, wäre er jetzt nicht tot. So groß wie er war.